dann ist aber wieder alles offen. Noch einmal. Flanke Moizzi. Pawlowski. Und vom Fuß von Prilasnik springt der Ball ins Tor. Bei beiden Treffern beteiligt Prilasnik das 1:0. Und 2:1 und der Torschütze ist wieder Pawlowski. 2:1 für Lustenau. Und jetzt bekommt dieses Spiel Pfeffer. Pawlowski mit seinem zweiten Tor. 2:1 für Lustenau. Zwei Schüsse, zwei Tore für Lustenau. Pawlowski zweimal erfolgreich. In Breslau geboren, mittlerweile aber Österreicher. Und ein Prachttor. Allerdings der Ball wieder abgefälscht. Abermals wurde der Ball abgefälscht und ich glaube, es war wieder Prilasnik. Prilasnik und Sidorczuk haben da den Ball ins Tor abgelenkt. 2:1 jetzt also für Lustenau und Sturm schien dieses Spiel schon so sicher unter Kontrolle zu haben. Hier noch einmal. Schreu mit dem Eckball. Und dann Pawlowski mit diesem Schuss, den Sidorczuk und auch Prilasnik nicht mehr parieren können. Immerhin hat dieser Peter Pawlowski schon 8 Tore in der Meisterschaft erzielt und seine Gefährlichkeit stellt er da unter Beweis. Wird mit dem Lask in Verbindung gebracht. Auch St. Gallen ist an ihm interessiert. Und in diesem Spiel zeigt er jetzt, warum er zu den größten Stürmertalenten in Österreich gehört. 2 Tore von Peter Pawlowski haben dieses Spiel plötzlich völlig umgedreht. Posch, Giannini. Persönliche Geste, obwohl Giannini unversöhnlich scheint, weil er einen Eckball fordert. Ein Wechsel auch bei Lustenau jetzt. Kujo, der beste Torschütze im Pokal, wird kommen. Und Peter Pawlowski verabschiedet sich. Der zweifache Torschütze bekommt seinen Sonderapplaus. Er geht in die Kabine und für ihn kommt Kujo mit der Nummer 12. Aus den Niederlanden ist er nach Lustenau gekommen. Hälfte schien eine Überraschung durch den Tabellenführer der zweiten Division hier in weite Ferne gerückt. Und dann diese beiden Treffer von Pawlowski. Allerdings muss man immer dazu sagen, dass Sturm meiner Ansicht nach ein reguläres Tor erzielt hat, das wegen Abseits nicht anerkannt wurde. Prinzen, wieder ein abgefälschter Schuss.
2 Tore hat Sturm hier in Lustenau kassiert. Genauso viel wie im gesamten Verlauf der Frühjahrsmeisterschaft bisher. Und nur noch 13 Minuten hier der regulären Spielzeit in Lustenau. 13 Minuten bleiben Sturm noch, um diese Niederlage noch abzuwenden und als Titelverteidiger im Viertelfinale des Magnofit Cups auszuscheiden. Sein Gesicht spricht Bände, wie wir zu aussehen. Er hat vor diesem Gegner gewarnt. Giannini, Rheinmeier, zwei Techniker im Doppelpass und dann zu steil der Pass für Hannes Rhein. Hannes Rheinmeier, der bei Sturm nicht allzu oft zum Einsatz kommt, von Beginn an Meister als Joker. Spiteri, jetzt Bosch, gestoppt von Lipa. Mario Bosch, angeschlagen. Das halbe Dutzend ist voll an Eckbällen für Sturm. Da führen die Grazer mit 6:3, aber Lustenau führt an Toren mit 2:1. Hopfer. Mählich, kein Abseits. Mählich. Ja, unglaublich, da verstolpert er diesen Ball. War selbst überrascht. Keine Abseitsstellung. Mählich angeschlagen. Hier noch einmal diese Szene. Mählich wartet lange, zögert, deutet einen Haken an. Ja, und da hat ihn Unger mit den Beinen erwischt. Natürlich hat er zu lange gezögert, hat gewartet, aber Unger hat ihn mit den Beinen erwischt. Das wäre meiner Ansicht nach ein Elfmeter für Sturm gewesen. Hat man im ersten Augenblick gar nicht so gesehen, aber Unger hat ihn ganz sicherlich berührt. Und jetzt ist der Ball im Tor. Jawohl! Und das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Der Torschütze, Hannes Rheinmeier. Hannes Rheinmeier stellt jetzt auf 2:2. Und da muss man wirklich sagen, das war ausgleichende Gerechtigkeit. Auch hier der Ball übrigens abgefälscht. Und zwar von Ludwig Reiner. Aber der Torschütze, der ist Hannes Rheinmeier. 2:2 also. Tiefenbach. Und jetzt bekommt das Spiel jene Dramatik und jenen Schwung, den man sich von dieser Begegnung erhofft hatte. War natürlich nicht leicht für Schiedsrichter Sedlacek zu erkennen, dass Unger Gusbürg nach einem Abwehrfehler von Martin Unger erzielt er das 3:2 für Sturm. Da machte sich schon alles zum Nachspiel bereit. Fehler von Unger und Bürg nützt ihn zum 3:2 für Sturm.
und wieder in der Nachspielzeit, so wie beim Treffer von Prilasnik in der ersten Hälfte. 3:2 jetzt für Sturm. Und ich darf Ihnen noch sagen, dass Lustenau sich hier tapfer geschlagen hat, Sturm zumindest gefordert hat. Vielleicht hat das Spiel nicht ganz über weite Strecken jene Dramatik gebracht, die man sich erhofft hatte, aber das Finish hat dafür sicherlich entschädigt mit vielen attraktiven Szenen und mit letztlich 5 Toren, die wir hier in Lustenau gesehen haben. Noch eine Möglichkeit für die Vorarlberger. Prinzen. Und noch ein Eckball. Schiedsrichter Sedlacek hat noch nicht genug, lässt noch immer ein wenig nachspielen. Da kommt auch Unger mit nach vorne. Unglücksrabe bei diesem dritten Treffer für Sturm. Mit seiner missglückten Faustabwehr hat er diesen dritten Treffer für Sturm ermöglicht. Da ist er jetzt. Vorne im Strafraum von Sturm, Martin Unger. Alles oder nichts. Letoka, der Kapitän beim Eckball. Und um Millimeter streicht der Ball vorbei bei diesem Kopfball von Lipa. Andreas Lipa hätte jetzt den neuerlichen Ausgleich auf dem Kopf gehabt. Das wäre was gewesen. Und jetzt der Schlusspfiff von Schiedsrichter Sedlacek. Ich darf Ihnen noch sagen, dass auch die Vienna in Graz gewonnen hat. Vienna gewinnt gegen den GAK mit 1:0 und ich gebe zurück nach Wien. Fehlt dir was? Mir nicht, aber dem Essen. Dagegen ist ein Kraut gewachsen. Die neuen Knorr-Kräuterlinge mit dem raffinierten Geschmack frischer Gartenkräuter. Mit Basilikum und Thymian. Oder mit Petersilie und Knoblauch. Fehlt dir was? Ja, noch ein Teller. Knorr-Kräuterlinge. Am besten schmeckt's er doch mit Knorr. Diese Herren haben den Aufstieg zum Millionengewinner geschafft. Sie spielen die neue Klassenlotterie, wo 2 von 3 gewinnen. Sie machen das große Geld. In der Klassenlotterie.